Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Baldur's Gate begrüßen zu dürfen. Ja, wir haben eine schlechte Nachricht zu überbringen. Der Sohn von ihm ist tot. War aber irgendwie klar, dass das passieren wird bei dieser Höhle mit diesen ganzen Viechern hier drin. Und er war ja auch bei den Schätzen von denen, die wir wahrscheinlich angesammelt haben. Ja, nicht sonderlich toll. Aber ja, so ist es halt. Kann man leider nichts dran machen. Oh, wow, wow. Okay, du solltest vielleicht nochmal heilen. So, sehr schön. Da ist auch nichts mehr. Ja, ich habe so das Gefühl, dass wir hier auch nichts mehr groß finden werden. Ich glaube... Hallo? Geht ihr auch raus? Dankeschön. Ich glaube, das, was wir finden konnten, das haben wir gefunden. Time's running out on you, pal. Ihr dürft ruhig treffen, also habe ich nichts dagegen. Dankeschön. Ach, eigentlich hätte ich auch nochmal reingehen müssen. Die lassen ja auch noch anderes Zeug liegen. Mist. Egal, jetzt ist zu spät. Irgendwo habe ich einen gehört. Ja, da hinten ist einer. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Na, jetzt ging's besser. So. Und da ist auch noch mal einer. So, gibt's denn hier was Schönes? Auch noch mal ein Ring. Ja, aber ja, nee, da geht's auch noch mal weiter. Und noch mal einer. Und da hinten geht's auch noch mal weiter. Okay. So, ich glaube, die Höhle haben wir jetzt ziemlich gut auf... oder fast fertig. Ja, wir haben sie fertig. Alles klar. Dann gehen wir mal zu dir hin und überbringen dir eine etwas, naja, schlechte Nachricht halt. Es tut mir echt leid, das zu machen, aber ja, ich meine, was soll man machen? Hä? Kampf? Habt ihr meinen Sohn gefunden? Geht es ihm gut? Es tut mir leid, mein Herr. Nathan ist tot. Er kam um, als er euren Hof gegen eine Horde seltsamer Bestien verteidigte. Wir können auch was anderes sagen, aber ich finde, er sollte die Wahrheit wissen. Nein, mein einziger Sohn. Er hat sein Leben für den Hof gelassen. Aber ich bin zum All zum Arbeiten und zu arm, um jemanden einzustellen. Ich habe ihn und das Land verloren. Wenigstens weiß ich jetzt, was passiert ist. Ich danke euch für eure Hilfe. Bitte, lasst mich jetzt allein. Ach, da unten. Au, 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 au. Du geh mal ein bisschen hier weg, glaube ich. Und ihr geht mal auf... Okay, jetzt müsst ihr gehen wieder. So. Ja, das ist echt übel. War das nur... Ach, da ist er. Da ist der Dritte. So. Ja, er hätte... Wenn wir ihm belogen hätten, hätte er noch die Hoffnung gehabt, je nachdem... dass sein Sohn lebt und alles, aber die Wahrheit zu sagen, das ist in dem Fall, glaube ich, wirklich wichtiger. Vor allem dann weiß er halt, woran er ist. Halt, Gruppe heilen, komplett machen wir wieder rein, das habe ich noch gar nicht gemacht gehabt. Dann machen wir eine kleine Rast. Dann ist nämlich jetzt Tag und wir können weitergehen. Yep. Und wie es aussieht, können wir, falls uns mal Geld ausgehen sollte, jederzeit wieder hierher kommen
und von diesen Viechern, naja, die Viecher halt erledigen. Und dann so für 500 verkaufen, falls wir mal Geld hätten, weil die scheinen zu respawnen hier. Aber ich glaube... Oh, wer bist du? Gerda. Ja? Ihr wollt Ankex jagen? Na, dann passt mal auf. Es ist Paarungszeit, also kommen hauptsächlich die Weibchen an die Oberfläche, um sich einen Vorrat anzufressen. Sie sind hungrig, sie sind angriffslustig und es sind sehr viele. Also, wir machen das hier nicht, um sie auszurotten, sondern um den Bestand auf einem überschaubaren Niveau zu halten. Vergesst nicht, dass sie die Erde auflockern und dadurch die Ernteerträge um bis zu 15% steigern. Unsere Nahrung wird in den nächsten paar Jahren sowieso recht knapp werden. Dann solltet ihr da draußen, daran solltet ihr da draußen auch denken. Also nicht mehr als 4 Ankex pro Gruppe. Wir haben schon mehr erledigt, hups. Wenn ihr mehr fangt, müssen sie wieder freigelassen werden. Die am meisten Aktivität konnten wir etwa 45 Meter östlich von hier verzeichnen. Und jetzt? Los mit euch, ich bleibe hier und behalte euch im Auge. Ups. Da haben wir schon ein paar mehr gemacht. Ich helfe der Waldläuferin Gerda bei ihrem Versuch, die Ankeg-Population auf den Ebenen südlich von Baldur's Tor unter Kontrolle zu bringen. Von meinem Standort aus ihrer Seite, an ihrer Seite aus, kann ich sie ausschwärmen sehen. Sie dringen ungefähr 45 Meter links von uns an die Oberfläche. Gerda ist uns angewiesen, nicht mehr als 4 von ihnen zu töten. Ja. Gute Arbeit. Ich nehme an, dass ihr die Fangquote eingehalten habt. Hier habt ihr 75 Goldmünzen. Sucht euch ein Zimmer in der Stadt und ruht euch aus. Ihr habt es euch verdient. Ja, und schon ist er fertig. Aber wir haben mehr als Ding gemacht. Ankex sind noch schwer zu erlegen, aber Gerdis Belohnung von 75 Goldmünzen ist angenehm. Ja, okay. Ich finde es ein bisschen wenig, aber... Ja gut, was soll's. Dafür haben wir mehr gemacht, als sie wollt. Moment mal. Ah, hier sind wir tatsächlich schon fertig? Ich hätte jetzt gedacht, hier wäre noch irgendwas, das was hier rüber geht. Okay, dann haben wir diese eine Quest. Der Fischer und die Priesterin. In der Nähe der Brücke von Baldur's Tor. Das heißt, wir müssen wohl hierher gehen. Dann ist sie wohl in diesem Gebiet hier. Na gut, alles klar. Dann gehen wir mal dahin. Ich hätte jetzt gedacht, die wäre hier irgendwo auf diesem Gebiet hier noch, aber da ist sie ja leider nicht. Dann sind wir soweit, dann müssen wir wohl weiterreisen und zwar hierher. So, und da sollte jetzt die eine zu finden sein. Irgendwo. So, das ist wohl die Brücke, die dann nach Baldur's Tor reinführt. Dann bleiben wir erstmal hier draußen, hätte ich gesagt. Hier geht's nicht weiter. Nach Süden ist eigentlich auch klar. Nach Nord. Dann denke ich mal, wenn wir jetzt schon hier sind, dass wir, wenn wir nach Norden gehen, zu Sorry, der kam jetzt ziemlich plötzlich. Nach Ulgots Bad kommen. Und nach Westen kommen wir dann nach Baldur's Tor rein. So hätte ich gesagt gehabt. Und ich schätze, hier finden wir irgendwo diese Priesterin. Da bin ich auch mal gespannt, warum sie die Fische angreift. Was da los ist. Okay, hier scheint tatsächlich nicht allzu viel zu sein. Ach, da mangelt eine kleine Hütte. So, wer bist du denn? Tenya. Ob du die Priesterin bist? Ich glaube wohl eher nicht, oder? Halt! Ihr befindet euch auf meinen Grund und Boden. Wer Waffen bei sich trägt, kommt mir hier nicht herein. Diese schrecklichen Fischer haben euch angeheuert. Oder etwa nicht? Sprecht.
Sie ist also doch die Dings. Sie haben uns gesandt, aber wir möchten nur wissen, was vorgeht. Was hier passiert, geht euch nichts an. Macht, dass ihr wegkommt, sonst endet ihr wie die. Es ist wahr, sie haben uns gesandt, um euren Schurkereien ein Ende zu bereiten. Sie sind ebenso feige wie hinterhältig, bezahlen andere für das, was sie selbst nicht zu Wege bringen. Noch in dieser Nacht setze ich all dem ein Ende. Die Meere schreien nach Rache. Okay. Hupp, es geht weiter. Warum tut ihr das? Wisst ihr nichts von ihren Verbrechen? Ich hoffe, wir haben sie jetzt nicht außersehen umgebracht. Ah, ne, hat noch genug Ding, glaube ich. Anscheinend mussten sie ein bisschen Schaden bekommen, dass es weitergeht. Wisst ihr nichts von ihren Verbrechen? Sona und die anderen, sie sind in Wahrheit die Übeltäter. Sie haben meine Mutter umgebracht und nun helft ihr ihnen? Sie tat nur ihre Pflicht, indem sie die Opfer der Seefahrer zur Besänftigung des Meeres entgegennahm. Sie haben ihr die Schale der Herrschaft über Wasserelementare gestohlen und ihr durch Folter die geheimen Zauberworte zum Gebrauch der Schale abgerungen. Nun brauchen sie alle ein Geschenk Umbales zur Plünderung der Meere und der Geist meiner Mutter kann nicht ruhen, solange sie die Schale besitzen. Ich habe größere Macht als ehedem, meine Mutter. Umbale stattete mich mit ihrem Zorn aus, doch ich kann die Schale nicht finden. Ich kann nichts weiter als ihnen so lange Schaden zufügen, bis sie entweder die Schale zurückgeben oder umkommen. Doch ich bin müde. Meine Willensstärke reicht nicht an die meiner Mutter ran und die Göttin verlangt mir so viel ab. Bitte helft mir. Ja, das dachte ich mir, dass es da auch noch eine zweite Sache gibt. Schkind, wir werden euch helfen, so gut wir können. Oh, ich danke euch. So wird die Königin der Meere ihre Schale vielleicht doch zurückerhalten. Vor allem aber dürfen Soma und ihre Gesellen nicht länger auf ihre Kosten davon profitieren. Wahrscheinlich halten sie die Schale im Schrein einer anderen Gottheit verborgen. Selbst wenn ich wüsste, in welchem Schrein sie sich befindet, könnte ich mich ihnen nicht nähern. Doch vielleicht verrät Soma ja das Versteck, wenn ihr ihn danach fragt. Mit gezückten Schwertern. Geht jetzt, denn Umbala ist nur selten geduldig, zumal ihr bislang bei ihr nicht gerade einen Stein im Brett habt. Was ist mit dir los? Ah ja, erstmal. Ah ja, gut. So, dann erst einmal die Fischer und die Prinzessin, die Priesterin. Die Priesterin, die ich töten sollte, ist gerade mal 12 Jahre alt. Sie sagt, die Fischer, die mich angeheuert hätten, hätten ihre Mutter getötet. Ich werde die Fischer in ihren Namen zur Rede stellen. Ja, das machen wir dann auch gleich. Schauen wir uns aber noch ganz kurz hier um, bevor wir zurückgehen. Ja, aber ich habe doch gesagt, da gibt es bestimmt wieder zwei Seiten. So, das haben wir. Dann noch schnell hier rüber. Ja, und dann haben wir dieses Gebiet hier fertig. Okay, dann ist es jetzt nur noch ja, über die Brücke rüber. Ach, guck mal an. Da ist nochmal einer. Nochmal ein Ankeg. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir den auch hier finden werden. So, Norton ist auch angeschaut. So, und wie ich ach, guck mal, da geht's auch nochmal weiter. Also da haben wir auch nochmal einen Hof und wir könnten jetzt zu Ulgards Bad gehen. Ich hätte jetzt gedacht, wir kommen nur hierher. Das heißt, wir sollten auch hier nochmal hingehen, aber lasst uns erstmal zu den Fischern gehen. Feinde haben ihnen aufgelauert. So. Und weiter geht's, hierher. 2 Stunden hat die Reise gedauert, das ist jetzt nicht allzu lang. Die Gegenden sind zum Glück relativ doch in der Nähe. Ah, verdammt. Diese blöden Viecher hier. Der Ring kommt mit. Also hier könnte man tatsächlich viel Geld machen, indem man hierher geht, dann nach Beregost reist, dann wieder zurückgeht, wieder nach hier, also immer hin und her zwischen Beregost und hierher geht und diese Viecher erledigt.
So, mal die Fischer, die waren ganz hier drüben. So, ich bin ja echt mal gespannt, was die zu sagen haben zu dem Ganzen. Ob sie das wahrscheinlich versuchen, es wieder abzustreiten. Das mit der Schale. Schauen wir mal. Was? Habt ihr es getan? Habt ihr die Schlampe getötet? Aber gerade so auch, wie sie wieder über die reden. Ja. Diese Priesterin hatte viel über eure Gruppe zu erzählen. Sie weiß, dass wir euch geschickt haben. Verdammt, dafür wird sie uns alle töten. Schweigt, Tellmann. Ich habe euch vor eurer Heimtücke gewarnt. Ihr seid auf Lügen reingefallen, nicht wahr? Was hat sie euch erzählt? Dass wir eine Schale gestohlen haben oder sowas ähnliches? Und selbst wenn, wäre das eine Rechtfertigung, uns deswegen zu töten? Wohl kaum. Wie ich es schon vorhin sagte, wir sind arme Fischerleute, aber wir könnten nochmal 100 Goldmünzen drauflegen. Wollt ihr eure Entscheidung vielleicht doch noch einmal überdenken? Ja, wir bekommen anscheinend von keinen wirklich eine ehrliche Antwort, oder? Ich probiere mal das hier. Das Mädchen hat erzählt, dass ihr ihre Mutter getötet und viel zu viel aus dem Meer genommen habt. Ich lasse mich nicht gerne benutzen, Sonna. Es macht mich wütend. Das wär's dann. Das Spiel ist aus, stimmt's? Die Priesterin der königlichen Schlampe kassiert seit Jahren unseren Tribut. Sie hat immer höhere Preise verlangt und wir mussten blechen, weil uns nichts anderes übrig blieb. Man muss Umbale friedlich stimmen, sonst kann man nicht segeln. Wie Talos-Priester in Baldur's Tor sagte. Na, so viel sei gesagt. Wir haben eine andere Möglichkeit gefunden, uns Sicherheit auf See zu verschaffen. Dabei haben wir auch an euch gedacht. Denn wir wollten uns gerne ein wenig bei euch revanchieren. Wir sind nun alle kleine Bauern auf der großen Schachbrett der Götter. Passt auf, wo ihr in Zukunft hintretet, sonst landet ihr noch in einem gewaltigen Faltnäpfchen. Kann man da... Ich weiß im Moment noch nicht, was ich genau machen soll. Schale? Probieren wir mal das. Wer sagt jetzt die Wahrheit und wer sagt nicht die Wahrheit? Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Ich hatte sie die ganze Zeit bei mir. Wir hielten es für das Sicherste. Nehmt sie doch wisst, dass der Gott der Stürme weiß, wer sich ihm entgegenstellt. Ihr bekommt, was ihr wolltet, nun verschwindet von hier. Ich an eurer Stelle würde zusehen, dass ich kein Talos-Schein so nahe trete. Sie sind ziemlich rachsüchtig, diese Götter. Ach, das sind noch Räuber. Die Fischer stehen unter den Gunst des Gottes Talos. Das verleiht Tenyas Geschichte zusätzlich Gewicht, da Talos ein Gott der sinnlosen Zerstörung ist. In dieser Sache hat das Kind eindeutig Vorrang. Ah, okay. Dann würde ich sagen, müsste das eigentlich so passen, weil Talos, wenn das der Gott der sinnlosen Zerstörung ist, dann würde ich sagen, müsste das eigentlich so passen, wie das jetzt hier, wie das hier aufgebaut ist. Ah, da kämpft er schon. Habe ich gar nicht mitgekriegt, dass er schon kämpft. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Okay, dann geben wir mal die Schale dem Kind. Mal schauen, was passiert. Hier haben wir die Schale. Diese magische Schale verfügt über große Kräfte, die sie auf ihren Besitzer überträgt. Diese erlangt die Macht, in bestimmten Umfang magische Wesen zu kontrollieren zu können, die als Wasserelementare bezeichnet werden. Wie bei allen Elementarkräften kann diese Macht Gutes oder Böses bewirken, Ordnung oder Chaos. Man sollte daher beim Umgang mit diesen Wesen vorsichtig sein. Aber haben sie jetzt tatsächlich die Mutter umgebracht oder hat sie das nur so gesagt, um uns zu benutzen, dass wir die Schale zurückbringen? Dass sie den Gott der sinnlosen Zerstörung huldigen, bringt auch nicht wirklich. Also das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen für die Fischer. So, jetzt reden wir nochmal mit dir. Er kehrt zurück. Ich hoffe, er bringt gute Nachrichten.
Ja, hier ist die Schale. Bambale ist jetzt eurer Mutter und hochzufrieden. Zu gegebener Zeit wird sie mit Sunas Schar abrechnen. Nach den Scheitern wird Talos ihnen mit Sicherheit nicht länger beistehen. Wenn sie klug sind und ihnen ihr nichtswürdiges Leben lieb ist, werden sie es unterlassen, je wieder ins See zu stechen. Ich habe nichts, was ich euch zur Belohnung geben könnte, doch die Königin der Meere vergisst niemals einen ihr erwiesenen Dienst. Ihr werdet euren Lohn erhalten, wenn die Zeit dazu reif ist. Ah, und weg ist das Mädchen. Mir wurde für mein Mitwirken bei der Bezwingung von Talos verehrenden Fischern eine Belohnung versprochen. Seltsamerweise habe ich jedoch nicht das Gefühl, ein Kind geholfen zu haben. Nee, das hatte ich auch gerade nicht. Sondern eher die Schachfigur einer Rachegöttin zu sein. Mit einer Gottheit ist nicht zu spaßen, sie zahlt es einem doppelt heim. Okay, wir hatten also, ich kenne mich mit Umbale nicht aus, das heißt, das war die Rachegöttin Umbale anscheinend und Talos ist Gott der sinnlosen Zerstörung. Das heißt, das ist, keine Ahnung, ob das jetzt gut war, was wir gemacht haben. Ach ja, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich gut war, aber Rachegöttin, ja. Aber Talos sinnlose Zerstörung, das bringt's auch nicht. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir immer noch nicht nach Baldur's Tor, sondern wir suchen noch dieses Ding hier oben auf. Und wenn wir da fertig sind, ich glaube, das hier müsste aber dann das letzte Gebiet sein. Danach werden wir wahrscheinlich nach Baldur's Tor gehen. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.